Marktplatz hier wieder angekommen. Haie auf dem Weihnachtsmarkt ist schon eine Tradition. Ist das, macht ihr das gerne? Du wirst gefragt. Ladies first. Ja, danke Philipp. Ja, wir setzen uns auch immer wieder dafür ein, dass wir hier hinkommen, genau an den Stand, weil ja, das ist so ein gemeinsamer Moment von uns beiden, der verbindet uns und deswegen sind wir gerne hier. Ja, natürlich machen wir es gerne. Ist ja auch für einen guten Zweck und uns macht ja auch Spaß, hier zu stehen. I think it's awesome. We were only supposed to be here for an hour. I wish we were here for two or three. I think it's fun. You know, all the fans come out and they enjoy it and you know, it's for a good cause. We raise money and I think it's a lot of fun for our, you know, the Christmas market is, I think, the best thing about this city. Also ich muss sagen, also wir haben das jetzt die letzten drei Jahre, also meine letzten drei Jahre gemacht und ich finde es eigentlich ganz lustig und es macht Spaß halt. Man kommt hier die Menge und am Weihnachtsmarkt ist sehr schön, super Stimmung und alle Jungs haben Spaß dabei. Also ich finde es gut. Ja, definitiv. Also alle Jungs haben Spaß dran, man lernt die Leute kennen, man kann ein bisschen quatschen mit den Leuten, die Sachen kaufen, ein bisschen... ja, ein bisschen noch versuchen zu überreden, dass man noch was Gutes spendet und ja, es ist wirklich jedes Jahr immer was Schönes. Macht sehr viel Spaß, vor allen Dingen mit den kleinen Kindern hier, dem ein bisschen das Schlittschuhlaufen beizubringen. Ja, wir machen es jedes Jahr und ich denke, es macht auch immer den ganzen Jungs viel Spaß und wir können uns dafür begeistern und es ist noch zum guten Zweck und deswegen sind wir natürlich gerne hier. Yeah, it's really a tradition, it's nice, we enjoy, of course, people are friendly and it's nice to be here. Yeah, I love it. I love to see all the people here and everybody is so friendly, so it's a really nice thing to do. Obviously, it was kind of new for me, I've never been something like this, but the guys been talking about it all year and it's something I've been looking forward to, so obviously the guys enjoy it and I was really excited about it and it's been everything I will ever... I imagine it to be so. It's really nice and it's a great atmosphere out here, so I'm enjoying myself. Yeah, I like it a lot. Like, the Germans really take Christmas for really serious, and this is really nice coming down here and drink some Glühwein, and people can go and skating here, and you can see people enjoying it. Also, es ist tatsächlich so, dass das schon Tage, wenn nicht Wochen, vor dem Termin dann auch wirklich absolutes Thema in der Kabine ist. Wer geht in welchen Stand? Wer darf mit wem Glühwein verkaufen? Die Jungs sind richtig heiß, haben Spaß daran und man sieht das, glaube ich, auch dann immer hier. Zweck, ist das nochmal so ein bisschen extra Motivation, dann hier auch wirklich Gas zu geben? Ja, natürlich. Wir wollen natürlich den Leuten helfen und keine Last sein. Und ja, eben das Geld wird ja dann gespendet. Und von daher denke ich, dass da jeder hoch motiviert sein sollte und auch sicherlich ist. Absolut. Das ist immer eine tolle Aktion. Und da wollen wir natürlich für eine Stunde Vollgas geben, um dass wir natürlich genug Geld sammeln. Wie du schon gesagt hast, alles für guten Zweck. Ja, natürlich ist es immer was Schönes, an anderen zu helfen. Ne? Ja, na klar, ist immer eine schöne Abwechslung, auch mal mit den Fans zusammenzukommen und natürlich machen wir es auch für einen guten Zweck. Ne? Well, I think we want to help out as much as possible. We have gotten so much help ourselves, so we just want to give something back. Ja, natürlich, das macht super Spaß, für so eine Aktion dann zu arbeiten und ich hoffe, heute kommt eine Menge rein, dass wir da viel hinspenden können. Well, obviously, it's nice and especially around holidays, it's always about like giving back to community and stuff like that and like showing your appreciation for things around you, so it's a nice way to give back and especially here in Cologne too, so. Würdest du zustimmen, dass jeder Euro zählt, der hier heute dazu kommt? Mit Sicherheit, ja. Yeah, every euro counts. Always. Always. So whatever you can give, it's always supported and it's for a good cause. So. Das auf alle Fälle. In jeder Situation zählt jeder Euro, oder? Egal was es ist und jeder Euro zählt. Wir machen es wirklich gerne und es kommt natürlich on top noch dazu, dass es dann für einen guten Zweck ist. Und die wissen auch alle... Danke. Danke, Philipp. Danke. Ihr sagt Vollgas geben, das wird jetzt der Test. Ich spende euch jetzt und hier 2 Euro, wenn ihr ein Weihnachtslied singt. Wieder du. Ein Weihnachtslied, was singen wir denn?
Oh ja, können wir machen, gerne. Ja, wir singen mal nur kurz an, ne? Also singen wir mal O Tannenbaum. Ja. Ich kann überhaupt kein Weihnachtslied. Du? Wir fangen einfach an mit Ole Fröhliche. Das kann ich ja auch nicht. Oh, that's not a donate, then it's a blackmailing. Weihnachtslied? Oh, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ja. Weihnachtslied, da müssen wir mehr. Du singst. O-Tannenbaum können wir doch, oder? Hallo! Wir hören einfach irgendwann auf, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Nach zweimal O-Tannenbaum. I actually just donate my own money for it. So I don't have to do it. O-Tannenbaum? Das kenne ich, das ist das Einzige, was ich noch kenne. Okay. Eins, zwei, drei. O-Tannenbaum, O-Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du blühst nicht mehr. O-Tannenbaum, O-Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O-Tannenbaum, O-Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Das war's. O-Tannenbaum, O-Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur... bisschen Husten. Hey Tomte Gubbar, står i glasen och låter lustiga vara. Kling! Hey Tomte Gubbar, står i glasen och låter lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hey Tomte Gubbar, står i glasen och låter lustiga vara. Prost! Prost! I have 2 euro. If she sings one song, I give her 2 euro, okay? Oh no! You don't want to hear yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey!